Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario 3D World. Mit diesem Quecksilberbrunnen da unten. Es sieht echt so aus. Wasser fließt nicht so. Man sieht mich echt nicht hinter dir, wenn du stehst. Kannst du mal sehen, nicht, wie schlank ich bin. Nun gut. Nicht klein? Nein, nur platzsparend. Okay. Das ist 4, das ist 5, okay. Und da 4 vor 5 kommt? Ja, dann geht's weiter mit den geheimnisvollen Faden. Bin gespannt. Das sieht mir echt aus nach Boden, den man nicht sieht. Das sieht danach aus nach etwas, was man nicht sieht? Richtig! Ja. Ach, das sieht man... Sieht man das, wenn wir drauf treten oder wenn irgendwas drauf fällt? Die Musik ist total schön. Oh ja. Immer noch. Die hatten wir, glaube ich, schon mal, aber... Ja. Aber ich habe so ein bisschen Angst, hier in den Abgrund zu fallen. Geh weg. Wenn ich eine Stampfattacke mache, sieht man das auch für einen Moment. Sollen wir vielleicht auf den mal drauf springen? Moment, ich glaube, ich habe auf dem da gerade was gesehen. Oder? Moment. Machen wir das anders. Werf mich hoch. Bitteschön. Nein. Okay, dann gehen wir weiter. Hätte ja mal sein können. Ich habe Angst, in den Abgrund zu fallen, aber ich weiß ja, da ist Weg. Da haben wir einen Stern auf jeden Fall. Oh. Oh. Nehmen wir es mal beide mal. Komm. Und jetzt hauen wir den mal alle einen rein. Bon, bon. Kannst du die mitnehmen, die ich vergessen habe? Ja. Und da müssen wir nicht mal rüberspringen. Ja, gut. Ich würde sagen, das lief super. Und wir haben die Mitte. Aber ich finde, es sieht echt schön aus, das Level. Auch wenn es gemein ist. Ich würde sagen, wir folgen den Dingern einfach. Ja. Das, du hast mich runtergeschmissen! War eigentlich nicht so im Plan. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen mehr... Schnell, komm! Raus. Du hast mich umgebracht! Ich habe ganz vergessen, dass ich dadurch ein bisschen wegschleuder. Jetzt sind unsere Boomerange weg. Aber gut, ich denke, wir haben gerade eben den Boomerang. Den beiden ist wirklich gebraucht haben wir bis jetzt noch nicht, ne? Nö. Ich hoffe mal, wir werden ihn einfach noch nicht brauchen. Vor allem, oh Gott. Wow! Jetzt kommen wir aber schnell angerast. Ja. Okay. Ist in der Mitte eine Plattform? Ja. Mach du einfach. Ja. Ich komme hinterher und hol mir den. Sehr gut, das musste Stern. Jetzt leider sein. Ich habe mich fürs Team geopfert. Okay, ich warte hier. Ich weiß ja, wie gut ich an den Dingern vorbeispringen kann. Mach du die bis auf, vielleicht ist da was drin. Ja. Mach die mal kaputt. Ein Boomerang. Die? Hilfe! So. Die Dinger sind echt schlimm, ne? Ja. Oh nein. Aber das sind... Die verfolgen uns nicht, oder? Nee, die machen nur Boom. Wow. Ja, die machen Boom. Moment, da ist noch was. Die verfolgen uns. Ah, da. Ja, Moment. Dann siehst du den Weg. Ich klopfe währenddessen hier die Dinger einfach kaputt. Ich hab den Stempel. So. Okay. Die mit den Katzenohren waren, hast du uns. Nein! Das Greifen, ne? Ja. So. Da links ist ein Gang. Oh. Rätselbox. Ups. Für den letzten Stern. Okay. Ach, du bist oben, okay. Passt. Ab ihn. So, nur noch den, die Zielflagge holen. Moment. Ja. Wir gehen am besten immer so ein bisschen getrennt voneinander. Ja. Sonst holen wir uns gleich wieder. Ja. Vom Himmel runter. Ich lauf einfach. Ich lasse die Dinger explodieren. Oh, ich lauf einfach rein. Oh und Gott! Weg. Das war knapp. Ja, ein bisschen. Aber es war ein cooles Level. So, jetzt ist wahrscheinlich hier wieder unsichtbar. Hey. Moment, dann springst du am besten einfach direkt da dran. Ja. War gut. Manchmal schaffe ich es auch einfach. Aber gut, Toad ist ja schnell. Talent. Ja, von Toad. Das ging fix. Ja, war ein schönes Level. Auch wenn wir uns zwischendurch, oder war, auch wenn ich uns zwischendurch ziemlich in den Tod gestürzt habe. Ja, das ist dieses doofe Greifen, das habe ich ja auch schon mal gemacht. Und dass man bei der Arschbombe oder den Gegner, oder den eigenen Kumpel eigentlich so ein bisschen paralysiert. Ja. Was haben wir denn jetzt da hinten freigeschaltet? Das Rätsel aus? Hätte ich jetzt gesagt. Nee, den Bonusstempel von Feurika. Okay. Und wir können wieder ein bisschen zocken. Dann machen wir das doch mal.
Mhm. So. Erstmal den Stempel. Jo. Ich bin ja schon so ein bisschen hinterhergeworfen, ne? Jo. Ja, wenn auch Bowser direkt neben mir steht. Ja. Und tschüss. Jetzt weiß ich, wie es war, ist, die Tür vor der Nase zugeschlagen zu bekommen. Ja. Nicht schön. Mm-mm. Okay, wo war jetzt das andere? Unten am Anfang irgendwo. Schon muss man das auch ausnutzen. Mhm. Da kriegen wir mal den Hauptgewinn. Da. Meine Güte, am Ende der Welt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, Hauptgewinn. Sag ich doch, 10 Münzen. Ja. Die kriegen wir echt verdammt oft. Ja. Das kann gut. Das kann auch nicht jeder. Mhm. Vier unterschiedliche Sachen daraus zu bekommen. Das ist ja unser Plan. Richtig. Kann ich auch hier? Ja, ich kann mich hier durchquetschen. Hm. Okay. Dann zu Plässe. Windende Wassergänge. Gut. Von Plässe irgendwie nur oben rumplätschert und der... Unten das Level wahrscheinlich. Aber ist nicht so ungewöhnlich, oder? Plessy ist nur ein kleiner Teil davon. Hm. Hui. Hui. Ganz schön dunkel. Hm. Steigt das? Ja. Und tschüss, Bumerang. Lassen wir die Krone einfach da liegen. Hm. Moment. Auf der Seite vielleicht noch ein bisschen was? Kannst auf die andere Seite schon mal hochgehen und auf das andere Wasser hüpfen? Ja. Und hier ist nichts. Okay. Kann ich nicht. Im Wasser kannst du nicht zu einer Blase werden, glaube ich. Ah, gut zu wissen. Ja, es hat sich gelohnt. Ich will auch hoch. Wow, wie hast du das denn geschafft? Ich weiß es nicht. Ah, ich bin wieder ins Wasser. Oh, das sind Stacheln. Ja. Und der Stempel. Ja, gut, hast du den schon mal. Hm. Das ist ja mies. Was haben wir denn da unten? Katzen. Gut, nehme ich. Was macht die Katze unter Wasser? Auch wieder weiß, wo du sagst. Danke, Wasser. Ja. Dass du mich nach oben geschleudert hast. Wir werden nie erfahren, was die Katze unter Wasser macht. So, was haben wir da noch? Bom, bom. Nichts. Ach, da ist nochmal Wasser. Hui. Wie auch immer das möglich ist, aber gut. Das ist Gravitationswasser und ich hüpfe einfach hinterher. Ich komm schon hinterher. Du kommst schon klar, ne? Ja. Da oben. Da oben ist was. Ach komm. Spring hin. Ja. Einfach hochklettern. Joa. Gut. Gut. Ich meine, klar, die gab es da vorne. Von daher gesehen. Plessy! Moment, bevor du auf ihn aufsteigst, kletter mal hier die Dinger hoch. Okay. Okay, okay, da ist nichts. Gut. Das mit dem Tor sieht übrigens cool aus. Hm. Kann man einfach durch? Ja. Ja, die kann man herum. Nieten. Hui! Wow, Boah. War das ein langes Plessy-Level. Ich glaube, hier kann man hoch. Ja. Hm. Ja, es geht schon mal ein bisschen weiter. Noch weiter hoch vielleicht? Ja. Wusste ich doch. Irgendwo ist da noch so ganz was Böse versteckt. Los, kletter hoch. So mies. Mhm. Wer klettert denn hier unbedingt hoch? Hui. Jetzt durchlaufen. 1, 2, 3. Okay. Okay, hier links einfach hoch oder so. Ich komme sofort. Ja, auf jeden Fall nochmal eine neue Katzenglocke zur Sicherheit. Okay. Noch weiter oben irgendwas? Hm. Ja. Ich habe dir sogar noch einen kleinen Schwung gegeben, aber. Nein. Nein. Ich eiskalt zur Blase wurde. Na dann. Ja, weiter. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Und tschüss. Gott, oh Gott. Überlebe bitte. Was? Ich gern.
Tiere für nichts. Jetzt bin ich tot. Wie Oma das gerade beim ersten Mal überlebt habe. Oh oh. Bleib oh, im Wasser. Oh oh, oh, oh. Ich, oh Gott, ich lebe. Gut. Bei uns fehlt noch ein Stern, der ist garantiert irgendwo da unten. Ja. Moment, Moment. Hab ich da gerade oben was leuchten sehen? Kann man da unten rein? Ich schau mal eben kurz. Nein. Durch die Röhre? Moment, nicht da hoch. Nicht in die Röhre. An. Wir haben halt keine Zeit mehr, deswegen. Ja, warte. Ach, da oben. Versuch ich mal da hoch zu schleudern. Nimm einfach die Katze und kletter hoch, bitte. Sonst haben wir gleich keine Zeit mehr. Hm. Ah, jetzt geh hoch. Tot. Jetzt muss du auch noch hinterher. So. Oh, die Scheiße ist aber stehen geblieben. Hoffentlich kriegen wir ein bisschen Zeit. So, dann laufe ich mal. Ja. Ja, danke. Sehr gut, an allen vorbei. Und wir kriegen keine Zeit. Oh Gott. Oh Gott, sie ist ja noch nicht vorbei. Einfach ins Ziel, einfach ins Ziel. Jo, bin drin. Ja. Es war vielleicht ein bisschen knapp, aber ja, war es. Ja, es war ein bisschen sehr knapp mal wieder. Das können wir gut. Ja. Dafür haben wir so einen Schallquapp bekommen. Ich hätte jetzt Quapsel gesagt. Oh. Eine Fusion aus beidem. Ein Schallquapp, Moment. Ein Quapp-Quapp. Ein Quapp-Quapp. Ein Quapp-Quapp. Wahrscheinlich heißen die so Quack-Quack, weil es so... Oh nein. Typisch Mario. Nennt einfach die Gegner wie was auch immer. Rätsel? Nein, Toadhaus. Ich glaube, das war sogar gerade gar nicht mehr so schlecht. Dann können wir vielleicht wieder was Neues, um die Katze wegzupacken. Ja. Du hast letztes Mal auch gutes Glück gehabt, will du wieder. Okay. Ja. Ich habe gedacht, letztes Mal habe ich das Kleine genommen, nämlich jetzt das Große. Mhm. Aber nein. Spiel sagt nö. Ja. Oder bist du wieder groß? Immerhin. Mhm. Dann. Zum Geisthaus. Ja. Ein Licht im Dunkeln. Ob das einen geheimen Ausgang hat, weil dahinter noch sowas war? Oder ob das einfach automatisch freigeschaltet wird? Automatisch. Oh. Scheinwerfer. Die Dinger müssen wir, glaube ich, auch behalten. Wie cool. Meins ist pink. Oh. Damit können wir Boost töten. Okay. Und alle anderen Geister auch, wenn wir lange genug drauf scheinen. Hm. Aber hier können sie gut was im Dunkeln dann verstecken. Wie zum Beispiel hinten? Zum Beispiel. Oder da unten? Hier kann man das einfach so... Ach, ein Luigi-Schalter. Okay, dann dürfen wir nachher nochmal für den Stempel rein. Ja. Fallen wir jetzt hier einfach runter? Ich gehe davon aus. Münzen. Hm. Hier geht's nicht weiter. Aber es wackelt schon so komisch. Ja. Ein Stern. Ich hole ihn nicht. Zuerst. Oder auch nicht. Also der Spiegel ist ganz cool. Hm. Ich glaube, es ist auch zu zweit einfacher. Ich glaube, alleine die alle zu treffen. Hm. Ich glaube, du brauchst sogar das Licht bis zum Ende irgendwo. So, noch einmal. Kapow! Ah, es hat voll das Ding. Ah, komplett rot, den können wir weglassen. Ja. Das ist vor allem mit den Dingern wieder doof. Ja, die kann man nämlich nicht einfach erleuchten. Nee. Verdammt, ich wollte die runterschmeißen. Kapow! Ja. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Nee. Ich komme! Sehr gut. Ah, hier hätten wir nochmal ein bisschen Licht bekommen. Ansonsten, na gut, theoretisch hätten wir jetzt auch den Stempel haben können. Ja, gut. Ansonsten, ab nach oben. Ich mag diese Charakterschalter nicht. Hm. Ich meine, ich finde es ganz... Es ist zumindest zum Glück nur einmal. Moment, wir müssen gleich nach rechts rüber. Ja, ich habe es gesehen. Ich meine... Und da geht unsere Katze hin. Einer ist zu früh gesprungen und einer zu spät. Nee, also ich finde es ja ganz cool, dass man mit verschiedenen Charakteren spielen muss, aber es ist irgendwie nervig. Hm. Das war sehr gut. Mhm. Problem ist, ich bin noch gestorben.
Und hast jetzt keine Lampe. Ja. Aber hat auch allein geklappt. Sehr gut. Okay. Einfach hier rein. Okay. Offensichtlich. Ah. Da rein? Nein. Natürlich nehmen wir beide die falsche Tür. Wir haben es drauf. Ja. Oh Gott. Ah. Problem ist, ich habe, wie gesagt, keine Lampe. Ich muss auf mich aufpassen. Ich habe eine Lampe. Und hau gerade einfach alle weg. Ja. Auch wenn ich finde, die haben so ein kleines komisches Bärtchen, wenn du sie anstrahlst. Okay. Achte mal hier drauf. Ja. Ach du Scheiße. Toll. Warte, ich komme hinterher. Wie gesagt, wir brauchen die Lampe, glaube ich, für den Stern nachher noch. Ach Moment, wir müssen das Bonuslevel nochmal machen. Ja. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass du einfach weiterfährst. Du bist aber keine helle Leuchte. Näp, näp, näp. So, diesmal springen wir beide richtig. Ja. Perfekt. Hey. Locker. Wir wissen auch, welche Tür wir nehmen müssen. Yep. Das ist eine ganz andere Tür auf einmal. Das Spiel verarscht uns einfach nur. Nee. Wir dürfen weiter. Gut. Hier sind wir auch beide zwei gute Leuchten. Dieser ganze Staub in der... Nö, oder? Ich bin gut. Wow. Vielleicht kommen wir auch so durch. Moment. Bin gut. Ich auch, weil ich eine Lampe verloren habe. Ich bin einfach in den Tod gesprungen, mehr oder weniger. Elegant. Ja. Nein! Ja. Kann ich meine bitte wiederkommen? Ach komm schon! Ja. Ach komm schon! Okay, man bist dann wohl dann in Sicherheit. So, dann spring ich einfach da durch. Ich bin tot. Was? Was? Wieso ist da ein Abgrund? Das war mein Problem. Ich dachte, das ist Teppich. Ja, ich auch. Hab ich auch gesehen und dann, ja, dann habe ich gesehen, ups. Moment, Moment. Ich, Peach, bitte. Mach dich nicht lächerlich. Nicht. Was? Ich korrigiere, du hast mich gerade lächerlich gemacht. Also. Findest du? Ein bisschen. Hätte ich, dass das Ding schon ohne dich losgeht. Das Level ist irgendwie nicht ganz so unser, ja? Mm-mm. Das schaffen wir noch. Zumindest ist der Stein kein Problem, ja. Nee. Wenn wir nicht vorher irgendwie sterben. Mhm. Auf sehr dumme Art und Weise. Es gibt ja so Tode, da schmeißt du dich nach einem Stern und stirbst, da denkst du dir, ja gut. Und dann gibt es so richtig dumme Tode. So wie eben. Also jetzt achte mal so auf ihr Bärtchen, sage ich mal. Stimmt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Okay. Jetzt müssen wir nur noch an diesen ganzen fliegenden Ryborns vorbeikommen. Nein! Ja? Wo hast du denn seinen verloren? Du hast mich irgendwie hochgewirbelt und dann war meine Lampe weg. Das Level hier. Nein, Moment, da ist ja noch gar nicht weiter. Ich lebe noch. Ich bin tot. Ja? Müssen wir da noch irgendwas zu sagen? Nein. Gut. Die fliegenden Ryborns. Aber du hast mich hochgestellt und meine Lampe war weg. Warum? Ich hab keine Ahnung.
Zumindest aber hier ist das Timing, darüber zu springen. Ja. Ach komm schon. Was hast du getan? Ich bin in einen Tod reingelaufen. In einen Buch reingelaufen. Nicht die beste Idee. Nein. Das Level ist doof. Aber nicht das Level nicht, dieses doof, wir sind doof. Also ich bin doof. So. Ihr müsst auch alle dran glauben. Laufübungen. Yay. Nein, ich wollte ihn eigentlich runterschmeißen. Natürlich fliege ich noch in die Dinger rein. Natürlich ist meine Lampe weg. Weil das Ding mich noch getroffen hat. Mach doch keine Pirouette in der Luft, Peach. Mhm. Und ich bin tot. Gut. Gut. Komm bitte schnell rein. Kann ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich war ein bisschen umzingelt. Ein bisschen. Das schaffen wir noch. Irgendwann vielleicht. Und danach nochmal mit Luigi. Yay. Und ups. Ich meine, ich würde ja sagen, dann müssen wir wenigstens die Sterne nicht mehr holen, aber die Sterne sind nicht das Problem. Nee, das Durchkommen ist das Problem. Boah. Ich meine, es ist ja auch die letzte Welt, also die letzte Hauptwelt, aber trotzdem. Wir stellen uns trotzdem sehr blöd an. Ja, sehr, 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 sehr blöd. So. Hier dann eine Ecke einfach hier und dann. Go. Ja. Du kannst eigentlich einfach so stehen bleiben, das Ding dreht sich so schön. Mhm. Ja, und jetzt die wunderschönen... Wenn die Knochen trocken nicht da wären. Mhm. Die sind das große Problem, finde ich persönlich. Sehr gut. Aber dafür hast du ihn jetzt getötet. Ja. Ich wollte es eigentlich auch genauso machen, indem ich ihn einfach über den Abgrund abspringe. Und schaffe ich nicht. Moment. Nein, ich wollte den Powerblock treffen. Ja, ich dachte, du tötest ihn und... Ja. Wow, ne? Wow! Wow! Ach, das ist doch so schwer, bitte! Einer von uns springt immer in den Abgrund, das ist das Problem. Ja, und der andere folgt dem dann noch. Ja? Fahrstuhl, du magst doch bestimmt wiederkommen, oder? Weißt du was, wir können eigentlich direkt auf die Karte zurückgehen und einfach direkt mit Luigi jetzt machen, wenn wir schon eh gerade dabei sind und immer wieder hier verkacken. Hey! Ja, ich dachte, du kommst vielleicht noch mal hinterher. Spring, spring! Ich kann aber nicht zurück zur Karte. Nee, ich meine, du hättest wieder zurück auf die... vorne auf die Plattform kommen können vielleicht. Was tust du? Was tue ich? Was tun wir? Ich weiß nicht. Du willst doch nur den Part in die Länge strecken. Will ich das? Ja, willst du. Wird mit Luigi jetzt bestimmt so viel besser klappen. Oh Gott, will der mal seine Riesensprüngen. Ich bin mal gespannt. Wenn es dafür jetzt nur Münzen gibt, ne? Das ist ja mal der Stempel. Wer weiß. Ich meine, vielleicht ist ja grün und rosa schöner als blau und rosa. Hm. Ich weiß es nicht. Hm, ja auch nicht. Ach, wir sind so gut heute. Ja. Kapau. Wobei das Level davor Kapau. Hat er... Okay, kein Kapau. Ich gehe hier rüber. Ja. Nehmen wir den Stempel mit. Ja. An sich können wir runterspringen, ne? Das dachte ich mir auch gerade. Nein, das ist ja der erste Stern. Ja, der ist ja auch nicht schwer zu kriegen. Der zweite auch nicht. Nö, nö, der dritte wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen nur bis dahin hinkommen. Ja. Wir können uns jetzt ja mal voll konzentrieren. Mhm. Als wenn wir das nicht gerade auch getan hätten. Tschüss. Wo wir gerade dabei sind.
Vielleicht kriegen wir die ja. Ja, vielleicht kriegen wir die ja. Es ist dunkel. Ich fühle mich alleine. Ich bin da. Hab Licht gemacht. Okay. Wir hatten zum Glück eh keine Power-Ups, von daher. Ja. So, irgendwie kommt mir die Stelle bekannt vor. Ja. Lauf nicht auf den Fahrstuhl drauf. Aber der hat doch ewig gebraucht, bis er wieder runtergefahren ist. Mhm. Moin, Tops. Also ich finde es ja immer lustig, wenn andere Leute 30.000 Mal failen bei solchen Leveln, aber wenn man es dann selber spielt... Ist nicht gerade so lustig. Nein, es ist irgendwie etwas frustrierend. Die Leute bohren uns wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Boah, Jan und Boss Sven ja die ganze Zeit. Vielleicht. Irgendwie springe ich immer eine Tür hoch, anstatt da reinzugehen. So. Okay. So, Welle Nummer 1. Das ist ja absolut kein Problem. Du kannst ja einfach stehen bleiben. Mhm. Das Problem kommt jetzt gleich. Ja. Also muss diese Plattform auch so kaputt sein. Mhm. Echt mal. So. Die sollten ihr Haus dringend mal wieder renovieren. Das ist ein Geisterhaus. Müssen ja. Die sowas nicht. Aber es ist doch gefährlich, wenn die Besucher hier fahren mit dem Ding. Hinter dir? Ja. Wow, das war knapp. Nein, geh weg. Ich will die immer anleuchten, aber sie gehen einfach nicht kaputt. Mhm. Nein! Leuchte den großen Bu an. Bin da. Ich hab den Stern. Oder du hast den Stern. Einfach durch. Ich hab meine Mütze verloren. Lauf! Scheiß auf die Mütze! Oh, wir müssen gleich springen. Nach rechts. Yes! Boah! Meine Güte! Dieses Level. Du hast deine Mütze verloren. Die Geister haben sie gefressen. Ja. Meine Güte. Dieses Level. Oh. Aber wir haben alles. Und gerade den Stempel bekommen wir, der ne? Der Stempel trifft es ziemlich genau. Ja. Du hast uns gerettet. Ja, mit Mühe und Not. Mhm. Rüber. Okay. Und das nächste Level, was? Nein, die Würfel. Sich drehende Würfel, das sieht ja sehr nett aus. Auf der Lava vor allem. Was ist denn hier noch? Das Rätselhaus? Ja. Ja, oh, können wir beim nächsten Mal machen. Das sieht aber echt schön aus. Mhm. Ich finde, die Aussicht können wir lassen für die nächste Folge, oder? Ja, können wir. Gut. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Super Mario 3D World und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.